Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich natürlich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es heute um den Catrice Adventskalender Do It Yourself DIY. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in diesem Adventskalender verbirgt und was das genau heißt DIY, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und auch in diesem Video wird es natürlich eine Verlosung geben, also schau einfach in die Infobox, was du dafür tun musst und im Video siehst du, was du gewinnen kannst. Ja. Diesen Adventskalender habe ich tatsächlich auf Rossmann, heute bei Rossmann gekauft. Es war ein bisschen witzig. Ich hatte meinen Einkaufswagen voll mit Adventskalendern und habe in der Mittagspause dort eingekauft, war an der Kasse und dann habe ich mein Portemonnaie nicht mit dabei gehabt. Ja, mir eilte dann mein Kollege zu Hilfe, Gott sei Dank, der auch im Rossmann gerade unterwegs war und hat mir das dann ausgelegt. Das ist so peinlich, Leute. Das ist furchtbar. Ne? Also ich arbeite ungefähr 30 Kilometer von meinem Zuhause entfernt, sodass ich nicht eben sagen konnte, hey, leg mir das zurück, das hole ich nachher ab. Nee, wäre blöd gewesen. Und ja, so habe ich jetzt den Adventskalender hier und kann dir zeigen, was drin ist. So, ja. Also, der Adventskalender ist kein Adventskalender, den du so Türchen für Türchen aufmachen kannst. Du hast hier Utensilien drin, zum einen natürlich die Produkte an sich und du hast hier Reinpackmöglichkeiten. Ich denke, das sind Tütchen, aber ich würde sagen, wir gucken doch einfach mal rein. Wie sieht der von außen aus? Ja, es ist einfach ein Karton. Den Karton wirst du natürlich so nicht an denjenigen geben, wo du es halt hin verschenkst. Du packst den halt mit den oder befüllst den mit den Sachen, die drin sind. Dann hast du hier die ganzen Produkte aufgeführt. Hier steht, wie du es machen sollst, glaube ich. Ich guck mal. 24 trendige Catrice-Produkte in Originalgröße warten darauf, zu einem besonderen Do-It-Yourself-Kalender zusammengestellt zu werden. Hochwertige Paletten, langanhaltende Lippenstifte sowie viele weitere spannende, zum Teil nicht im Handel erhältliche Produkte lassen jedes Beauty-Herz höher schlagen. Für perfekt gestylte Weihnachten. Ja, ich bin wirklich gespannt, was das bedeutet. Genau, hier sind dann die Verpackungen. Wahrscheinlich sind das die Verpackungen, sind dann da aufgeführt. Und hier hinten die, ja, Produkte bzw. was da drin ist. Und es ist einfach eine Box, die öffnen wir jetzt einfach mal. Und hier haben wir dann den Blick tatsächlich in die Box. Und ich versuche jetzt selber mich auch so ein bisschen überraschen zu lassen. Also werde ich halt blind reingreifen. Hier haben wir dann die Boxen, dass du es halt zusammenbauen kannst. In verschiedenen Größen. Ich nehme jetzt hier exemplarisch eins. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Bonbon, glaube ich, am Ende. Hier ist es wieder aufgegangen. Man muss auf jeden Fall das irgendwie fixieren, sonst funktioniert das nicht. So wird es dann aussehen und da kannst du dann was reinmachen. Ja. Hat halt so ein leichtes Federn-Design, würde ich mal so sagen. Ne? Diesen Farbverlauf finde ich ganz schön. Catrice steht da drauf und ja, ne? Ist ganz nice. Ja, und jetzt greifen wir mal rein. Das erste Produkt ist ein HD Liquid Coverage Precision Concealer in der Farbe 10 Light Beige. Ja, ne, das finde ich per se erstmal ganz gut, dass du da auch einen Concealer drin hast. Das gefällt mir richtig gut. Light Beige, weiß ich nicht, ob der zu mir passt. Oder ob das vielleicht sogar ein bisschen zu dunkel wäre. 2,5 Milliliter sind da drin und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich denke, ich werde den behalten. Deswegen swatche ich den jetzt erstmal. Genau, der kommt mit so einem Pinselbürstelchen vor allem, Bürstchen daraus. Ja, sehr fest oder ist eher so ein Schwämmchen-Applikator, aber damit kannst du wirklich sehr präzise den auftragen. Den habe ich auch so, glaube ich, noch gar nicht irgendwie im Laden gesehen. Jetzt habe ich da Lippenstift dran, ist auch gut, ne? Jo, doch, das kann wohl. Das kann wohl. Ja, das ist wohl meine Farbe. Das geht klar. Cool. Jetzt habe ich hier etwas Größeres. Das ist ein cool Limited Edition Advent Calendar DIY. Also das scheint wohl extra für diesen Kalender gemacht worden zu sein. Finde ich toll. Das ist ein Powder Brush, ein Pinsel. Den werde ich definitiv behalten, denn ich stehe auf Pinsel. Kannst du nie genug von haben, denn wenn du alle in der Wäsche hast, so wie ich das aktuell habe, das ist immer schön, wenn du dann noch irgendwie einen hast. Ich bin immer so faul. Ich sammle dann immer und dann wasche ich alle. Ja. Das ist total, oh, ich mag das, ne? Erinnert mich ein bisschen wie, also an diesen Pinsel von der Caviar Gauche-Reihe, vom Design her, ne? Ist richtig schön. Und ja,
damit kannst du schön Puder auftragen. Ich mache das ja gerne, zum Beispiel eben habe ich mich abgepudert, dann habe ich mit dem gleichen Pinsel Bronzer, Blush und Highlighter aufgetragen. Ich bin manchmal etwas pinselfaul, ja. Und ja, da ist der perfekt für. Voll geil. Oh, ich habe was Großes. Ist das wohl das Highlight des Ganzen? Instant Glam, eine Eyeshadow-Palette. Oh. Das sind insgesamt 8 Töne, die halt immer in kombinierten Fännchen drin sind. Und du kannst wohl diese Lidschatten mit dem Schwammapplikator aufnehmen, der hier drin ist. Und dann kannst du durch das Fännchen gehen und einmal komplett durchgehen und dir das dann so auf das Auge auftragen und hast dann quasi die beiden Farben gleichzeitig auf dem Auge. Das finde ich super interessant. Ich werde jetzt aber tatsächlich in diesem Video verlosen. Ja, weil ich Lidschattenpalette mit diesen Farben echt schon zu Genüge habe. Wie gesagt, das ist der Schwammapplikator. Der sieht richtig witzig aus, ne? Aufregend. Kommt auf jeden Fall jetzt in die Verlosung. Natürlich sind meine Augen jetzt schon mal da reingeschweift. Als nächstes haben wir einen Nagellack. Oh, ein Peel-Off-Nagellack von Catrice. Ist das alles von Catrice? Ist es ein Catrice-Adventskalender? Easy to remove Effect Nail Polish. Und das ist so ein Glitzer-Nagellack. Wow, das ist ja krass, oder? Die Farbe 02 Nail More Worry Less. 11 Milliliter sind da drin und ja, das finde ich, ich wollte eigentlich immer schon mal so einen Peel-Off-Nagellack ausprobieren, ne? Den behalte ich tatsächlich, das möchte ich ausprobieren, ja, doch, wirklich. Ich mache mir den jetzt auch tatsächlich mal drauf, um einfach mal zu testen, wie der aussieht. Morgen sind wir eh oben am Renovieren, da werden meine Nägel eh abfallen. Okay, und man muss ihn sich eher auftupfen, als dass man ihn streichen kann, weil sonst hast du da nicht genug von diesen Glitzer Partikeln mit drin, aber über dem Nagellack, den ich gerade trage, sieht das mega aus. Geil. Ich habe jetzt hier den Ringfinger gemacht. Das sieht ja mal wundervoll aus, oder? Das sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so aufnimmt, aber ich finde es gerade voll hammergeil. Kann ich mir super gut vorstellen, so auf einem Nagellack, wenn man halt solche Nägel macht. Voll schön. Ja, gute Idee, den zu behalten, Claudi. Echt gute Idee. Powder, Highlighter. Oh, Highlighter. Oh, guck mal, wie schön der aussieht. Leute, ich kann euch, glaube ich, keine Preise einblenden, weil tatsächlich die Produkte, das sind extra für diesen Adventskalender teilweise Produkte. Das kann ich nicht. Das ist schwierig, ne? Also ich versuche so quasi Preise einzublenden. Zum Beispiel bei so einem Highlighter. Ich glaube, das ist wirklich, steht auch hinten drauf, Limited Edition Catrice Adventkalender DIY 1001 Let It Glow, ne? Das ist natürlich extra jetzt für diesen Adventskalender designt. Wow, der sieht so schön aus. Ich würde den gerne in die Verlosung reinpacken, aber ich will ihn auch swatchen. Ich swatch den jetzt, weil die Farbe gefällt mir so, so, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da sieht man das nicht so gut, weil ich so blass bin. Ich gehe nochmal rein und mache hier. Hier bin ich etwas brauner unterwegs. Sieht man den, glaube ich, etwas besser, aber auch nur ein bisschen besser, ne? Also hier quasi. Der ist wundervoll. Ja. Oh, der ist richtig toll. Der ist klasse. Den packe ich dir aber mit in die Verlosung, weil der einfach schön ist. Ich bin da jetzt zweimal mit meinem Finger reingegangen, um das zu swatchen. Der kommt aber tatsächlich in die Verlosung, ne? Weil ich habe von Catrice jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viele Highlighter mir gekauft. Der kommt jetzt in die Verlosung, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ihn einmal zu swatchen. Jetzt habe ich schon reingeguckt, jetzt kann ich auch reingreifen. Und zwar, oh Mist, bin an meinen Nagellack gekommen, aber nichts ist passiert, sehr gut. Ein Banana Powder Light Illusion Loose Powder Yellow Matte. Das war tatsächlich, glaube ich, auch mal im Standardsortiment mit drin und wurde, glaube ich, rausgenommen. Also ich glaube, dass das ein ausgelistetes Produkt ist. Ob das denn unbedingt in einen Adventskalender rein muss, ist so ein bisschen Resteverwertung, ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich benutze nicht so wirklich Baking Powder, deswegen werde ich euch das auch in die Verlosung mit reinlegen. Genau, ne? Weil ich halt nicht so wirklich, ich bake nicht. Und wenn ich halt wirklich gelbes Puder auf meiner ultrahellen Haut verwende, das ist immer so grenzwertig. Deswegen, ich taste mich manchmal ran, aber im Großen und Ganzen nicht. Und gerade diese Menge ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn da drin? 11 Gramm ist ein bisschen viel, ne? Ich hatte jetzt letztens in einem anderen Adventskalender auch wieder ein Banana Powder drin. Deswegen, das kommt jetzt in die Verlosung. Oh,
Catrice Glow Gloss. Limited Edition, auch wieder nur für diesen Adventskalender. Der sieht ja cool aus. So ein richtig schöner Lip-Topper. Wow, der wird behalten. Es hat so einen goldenen Schimmer mit da drin. Der riecht so süß, so geil. Boah, der riecht original so wie ein Lipgloss, den ich irgendwann mal als Kind hatte. Aber das war aus einer Erwachsenentheke. Ich weiß gar nicht, von Maybelline oder Manhattan oder so. Aber da war ich echt noch jung. Oh ja. Ich glaube, den mache ich mal eben so ein bisschen tupfenmäßig über meinen Lippenstift drüber. So ein bisschen in die Mitte, weil ich will mir natürlich auch das Füßchen hier nicht versauen. Ein bisschen staint das natürlich. Boah, der peppt natürlich nochmal die Lippen so ein bisschen auf, ne? Das gefällt mir. Das gibt noch so ein bisschen glowy, glow, glow. Das mag ich. Ich mag das ja nicht so gerne, wenn ich matt, matt, matt Lippen habe, sondern wenn ich noch so ein bisschen Glow mit dabei habe. Das finde ich viel schöner, deswegen toll. Ja, die Palette hatte ich tatsächlich schon mal. Da ich dir jetzt ja schon mal einen Highlighter mit reingepackt habe, wird das demnächst mal in eine Verlosung mit reinkommen. Das ist die Glaudoscope Highlighter Palette von Catrice und die Farbe 010 Glow & Go. Das wird demnächst mal in eine Verlosung kommen, weil ich werde auch so eine richtige Weihnachtsverlosung und sowas haben, wo ich tatsächlich auch einen eigenen Adventskalender zusammenstelle für einen von euch. Also seid schon mal gespannt. Und ja, das heißt, da kommt sowas dann auch mit rein. Aber ja, du hast ja schon eine Highlighter Palette. Oh, guck mal, hier habe ich dann nochmal den Nagellack, den ich hier habe, nur in einem etwas dunkleren Ton. Die Farbe When in Doubt, Just Add Glitter. Wenn du Zweifel hast, mach einfach Glitzer drauf. Oh, schön, ne? Ja, also das ist halt wirklich ein etwas dunklerer Ton und den packe ich dir jetzt auch mit in die Verlosung. Dann hast du nämlich auch einen Glitzernagellack und bist du ready for Christmas im September. Schön. Okay, ein weiterer Nagellack ist hier mit drin. Oh, die Farbe ist ja hammerschön. Spectra Light Effect Nail Lacquer in der Farbe 03 Irregular Galaxis. Wow. Also von genau dieser Reihe ist der aktuelle Nagellack, den ich jetzt auch drauf habe. Wow, die Farbe ist ja schön. Den mache ich mir mal auf den Finger drauf. Der hat so blaue und grüne Schimmerpartikel mit drin. Wow. Und so sieht er dann auf dem Finger aus. Sieht schon mal richtig cool aus, ne? Wenn man mal ein bisschen etwas Dunkleres haben möchte. Krass. Und da kannst du halt echt toll auch diesen Glitzer drüber machen. Und der changiert so wundervoll. Hat so lila und grüne Schimmerpigmente mit drin. Geil. Das ist Claudi-Style, ne? Das mag ich. Hier haben wir einen ganz klassisch roten Nagellack. Einige Nagellacke sind hier drin und auch einige Lippenprodukte. Das ist halt ein Catrice Adventskalender, ne? Das kennen wir, glaube ich, auch nicht ganz anders. 05 It's All About That Red von Icon Nails. Die halten unfassbar gut. Der kommt jetzt tatsächlich auch mit in die Verlosung, weil ich finde, so einen roten Nagellack, den kannst du immer gut gebrauchen, ne? Und genau den von Catrice habe ich, glaube ich, auch. Ich gucke schrall. Ja, It's All About That Red. Genau den habe ich auch schon. Und den habe ich übrigens drauf. Das ist der hier 02 Iridescent Illusion. Das ist der, den ich jetzt gerade auf den Fingern habe. Hatte ich mal aus so einem Restpostenpaket. Das heißt, dass der Nagellack, den ich jetzt hier auf dem kleinen Finger drauf habe, auch eigentlich eher so ein Restpostenartikel ist. Aber ich finde den geil. So, meine Herren, hier sind noch viele Nagellacke. Oh, der ist auch so schön. Spectra Light Effect Nail Lacquer. Boah, guckt euch mal die Farbe an. Ist der nicht unfassbar? Ich will jetzt keine drei Nagellacke in die Verlosung mit reinpacken. Ja, den werde ich tatsächlich für eine Verlosung für demnächst nehmen, weil du hast schon zwei Nagellacke drin. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen krass, oder? Nee, weißt du was? Den roten tausche ich durch diesen aus, weil rote Nagellacke haben wir, glaube ich, alle da. Und das hier ist mal was Besonderes. So, das ist übrigens die Farbe 05 Holo Enhancement. Und ihr fragt mich ja auch immer gerne, was ich so für Nagellacke trage und so, ne? Ich gebe mir immer gerne so ein Holo nochmal oben drüber, weil das einfach noch das Ganze so ein bisschen aufpeppt. Den kannst du natürlich auch, so wie ich das jetzt hier habe, solo tragen. Oder du kannst da Glitzer drüber machen oder nochmal dunkle drüber machen, ne? So, Wimpern mit Wimpernkleber, hallo! Und das ist auch aus der Limited Edition, jetzt nur für den Adventskalender. Ja, künstliche Wimpern verwende ich nicht. Der kommt mit in die Verlosung. Jetzt dieses Mal, genau. Und auch mit Wimpernkleber, den sieht man hier auch drin. Ich weiß natürlich nicht, wie gut er ist, aber die Verpackung sieht schon mal sehr hochwertig aus. Ja, das war auch schon im letzten Adventskalender drin von Catrice. Light Spectrum Strobing Brick, ne?
Candy Cotton ist die Farbe. Das wird demnächst mal in der Verlosung auch wieder mit reinkommen. Ich glaube, da habe ich auch aus irgendwelchen Restpostenpaketen schon so, so viele von. Also, das kannst du als Lidschatten verwenden. Als Highlighter ist der mir persönlich einfach zu bunt. Also so umwerfend war jetzt bislang der Adventskalender nicht, ne? Da waren ein paar coole Nagellacke drin, aber für das, was man quasi für den Adventskalender bezahlt, hätte man sich auch genauso gut diese Nagellacke holen können. Hier ist noch ein Nagellack drin. All that glitters is gold. Ja. Ist schön. Ich mag ja nicht so ultra gerne nur Gold. Deswegen finde ich das ganz interessant und den werde ich jetzt auch mal austesten. Gleich habe ich hier echt jeden Nagel in einer anderen Farbe, Leute. Oh, der ist aber schön. Der ist nude und hat da noch so Glitzerpartikel mit drin. Der ist jetzt auf dem Mittelfinger. Richtig cool, ne? Also den finde ich ganz nett. Den kann ich mir auch so im Alltag öfters vorstellen. Das muss nicht unbedingt Weihnachten dafür sein. Ja, doch. Finde ich geil. Der ist geil. So, jetzt habe ich hier ein Lippenprodukt. Und zwar Liquid Lip Powder Metal Matt. Ja, der war schon mal in einem Restpostenpaket drin. Also, ja, es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Farbe, weil das so ein dunkles Lila quasi ist. Und den testen wir doch mal aus. Also alles, was so Glitzer, Schimmer und wie auch immer ist, finde ich immer ganz nett. Der riecht irgendwie ein bisschen süß, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn man den so tupft, ich meine, Lippen sind anders als Hände, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Aber du siehst es hier ja auch, die Ecken und die Kanten und da, wo ich gepinselt habe. Also das Ding ist, muss ich auf den Lippen sehen. So auf der Hand gefällt er mir ehrlich gesagt gar nicht. Ist ganz nett mit dem Schimmer, aber irgendwie, Einen Eyeliner, den habe ich schon. Rock Couture Vinyl Black Liquid Liner. Auch der wurde schon mal ausgelistet. Ach Mensch, ist genau wie letztes Jahr, ne? Eher so ein Restpostenpaket, was den DIY-Adventskalender angeht. Das finde ich schade. Naja, den packe ich dir mit in die Verlosung. Ich finde den auch ganz gut. Ich finde den nur etwas schwer auf dem Auge, muss ich sagen. Also wenn du dir den drauf machst, mach ihn dir nicht zu dick drauf, sonst spürst du den Eyeliner. Jedenfalls habe ich das Problem gehabt. Liquid Metal Cream Eyeshadow. Ja, nein. Das ist die Farbe Brown Under. Cream Eyeshadows mag ich nicht so gerne. Muss ich gestehen, verwende ich nicht wirklich. Wenn Cream Eyeshadows, dann... Ich habe so ein oder zwei von Tamtam, die sind ganz gut. Die funktionieren bei mir ganz gut. Ansonsten benutze ich nicht so wirklich. Ja, das heißt, der kommt jetzt auch mit in die Verlosung. Och Mann. Dann habe ich hier eine Brow Palette Matte & Glow. Powder and Wax. Hä? Okay. Now Flash Lights heißt die Palette. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wofür dieser Schimmerton in der Mitte ist. Also ich kann mir vorstellen, das hier als Braunpuder zu verwenden, das als Augenbrauengel, aber der Schimmerton? Ich mache mir doch keinen Glitzer in die Augenbrauen. Das finde ich ein bisschen creepy. Aber ich werde den auf jeden Fall austesten. Ne? So sehen die Farben aus. Weil es scheint auch wohl so ein bisschen passend zu sein. Ja, fühlt sich ganz gut an. Ich kann es, ja gut, Augenbrauenprodukte swatchen ist echt so eine witzige Geschichte, aber ich versuche es mal. Ja gut, das schimmert wirklich, ne? Also sehr, sehr hell. Das ist jetzt nicht unbedingt aschig, aber vielleicht wird das mit dem Gel dann aschig. Du, ich muss das ausprobieren. Du hast hier noch einen Applikator drin mit einem Pinselchen und einem Spoolie. Das finde ich ganz süß. Wird verwendet. So, ein paar Produkte haben wir hier noch. So, nehme ich hier erstmal so ein Lippenprodukt raus. Prismachrome 060. Das ist ein Lippenstift. Die Verpackung ist natürlich herrlich, ne? Aber diese ganze Chromatic und Galactic-Reihe, die ist ja schon ein bisschen länger her, würde ich mal so sagen. Oh, das ist eine schöne Farbe. Das gefällt mir richtig gut. Das mag ich gerne leiden. Das finde ich echt toll. Oh ja. Oh ja. Der ist schier. Also der ist so ein bisschen durchsichtig. Der ist aber schön. Das ist hier außen, den habe ich jetzt ein bisschen doof aufgetragen. Ich habe da nun mal Adern. Ja, auf den Lippen wird der garantiert total super sein. Gefällt mir. Ja, mit so einem Goldschimmer mit drin. Sieht schön aus. Ja, wird verwendet. Einen weiteren habe ich hier mit drin. Das ist ein... Was bist du? Fairy Lip Glow. Holo Lip Color Intensifier. Okay, holographische Lippen ist vielleicht dann doch ein bisschen eine Stufe zu krass. Also das hier fand ich ja schon ganz geil, aber nee. Oder? Oh mein Gott.
Nee, also Hololippen brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Das heißt, der kommt mit in die Verlosung. Ich denke, den kannst du gut als Untergrund oder als Topper nehmen, aber jetzt nicht als alleinige Farbe, weil das ist dann doch etwas heftig, weil allein wie ich den jetzt schon hier habe, ne, wie der hier schon changiert, sieht man das? Ich weiß es nicht. Ich sehe es auf jeden Fall im Spiegel. Der helle Wahnsinn. Das kann ich mir gut auf Festivals oder so vorstellen. Zu sowas gehe ich ja nicht. Da, nee, bin ich nie, nee. Ne, kommt mit in die Verlosung. Da bin ich nie, nee. Okay, dann haben wir hier Brown Collection von Catrice. Brown Collection Nail-Lakör. Unmistakable Style. Das ist ein brauner. Der sieht irgendwie mystisch aus, ne? Sehr schön, der kommt mal drauf. Auch das war, glaube ich, aus einer LE. Ich weiß das gar nicht. Ja, das ist ja was für mich, ne? Das ist was für mich. Huhuhuhu, das ist ein ganz außergewöhnlicher. So geht es, glaube ich, besser. Ist jetzt hier auf dem Zeigefinger drauf und der hat auch so Schimmerpigmente mit drin. Das finde ich schön. Das gefällt mir richtig gut. Der hat so Kupferschimmerpigmente drin. Das ist so ein richtig, richtig dunkles Schokoladenbraun. Wow. Wie diese Hand aussieht und wir wollten gleich einkaufen fahren, ne? Dann habe ich hier drin noch zwei Lip Liner, die beide in die Verlosung gehen, weil beide besitze ich bereits. Das ist einmal die Farbe Lasts Up to 6 Hours and Waterproof. Okay, das ist All-Time Movie Star, wo wir wieder bei der Farbe Mauve wären. Und die Farbe Prince Cherry. Das ist halt so ein schönes Kirschrot. Ich brauche jetzt gar nicht gucken, was besser zu dem passt, was ich dir schon reingelegt habe. Ich packe dir einfach beide Lip Liner mit rein. Catrice Lip Liner finde ich toll, da habe ich auch einige von da vorne stehen. Und ja, die beiden Farben habe ich halt schon. Ja, sind gut. Meine Damen und Herren, das ist eine krasse Ausbeute dann für euch. Was ist hier noch drin? Genau, hier haben wir dann noch Zahlen, die du quasi auf diese Verpackung kleben könntest. Ja, der Kalender hat sich jetzt echt nicht für mich gelohnt, muss ich gestehen. Aber für dich, weil ich habe dir einiges in die Verlosung gepackt. Ich habe schöne Nagellacke kennengelernt. Ich habe ein paar Lippenprodukte, einen Concealer. Ja, aber muss man sich den Kalender kaufen? Nein. Würde ich jetzt nicht so sagen. Ne? Also von daher muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich würde ihn mir nicht nochmal kaufen. Ja, und das war jetzt mein Unboxing zu dem Catrice DIY Adventskalender. Wie gesagt, ich habe hier die Verlosung. Du hast hier mehr Ausbeute als ich auf jeden Fall in diesem Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Mich hat der Kalender nicht so wirklich geflasht, da gibt es deutlich bessere, ne? Also auch in dem Preissegment kann man sich vielleicht ein bisschen was anderes vielleicht mal holen, vielleicht, vielleicht. Zum Beispiel die Douglas Adventskalender finde ich dann doch etwas spannender, weil du da auch etwas andere Produkte drin hast. Da gibt es ja auch einen schönen Make-up Adventskalender, den würde ich mir an deiner Stelle auf jeden Fall mal eher anschauen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zusammengerechnet bekomme, aber ich blende hier trotzdem mal den Gesamtwert ein, hier oder hier irgendwo. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Weil die Produkte halt schon im Ausverkauf waren und die Preise dementsprechend reduziert waren. Also du machst jetzt kein Minus mit oder so, aber das ist nichts, was dich jetzt so vom Hocker hauen würde. Würde ich jetzt mal so behaupten. Dennoch, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Da kannst du gerne mal vorbeischauen und dir alles anschauen, was du gegebenenfalls verpasst hast. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!